I love the way that you love me today. Let's run up to the forest where the sun shines and heals. I wanna stay. Wir schicken Bilder von den Bären und Luchsen und Füchsen, die wir heute Nacht alle sehen und die uns die Ohren voll heulen werden. Ja. So, wir stecken mal wieder an, sind im Supercharger angekommen. Jetzt geht's hoch. Jetzt geht's hoch. Gucken, also stand in der App, dass die nur 130 kW bringt. Okay, es wird schon weniger, 140 kW. Ja, wo sind wir denn hier, Joachim? Wir sind jetzt im Nirgendwo. Im absoluten Nirgendwo. Ich mache mal gerade die Streckenführung an zum nächsten Supercharger am Bottnischen Meerbusen Richtung Erdstadt Luleå und dann weiter geht es dann noch bis zur finnischen Grenze. Zumindest haben wir das so geplant, weil wir da auch eine Übernachtung gebucht haben in Pajala. Direkt am Grenzfluss von Schweden zu Finnland. Yeah! Super Ruhe, super Landschaft. Hier nur zwei Yetis. Sonst gibt's hier nichts. Und da drüben gibt's auch nochmal Häuser. Übrigens, da drüben ist schon Finnland. Ne? Das ist also eigentlich ein Fluss. Ja. Hier auch noch ein paar kleine Chalets. Sollen wir, wenn alles gut geht, ankommen um 16.45 Uhr? Schauen wir mal, wenn das mit 70, 80 so weitergeht, na, ich weiß nicht. Ja, und auch die Ladeleistung hat sich nicht erholt, das wird wohl so bleiben. Ja, hier ist euer Wolfgang und ein kleiner Zwischenbericht von unterwegs. Hier ist es ziemlich einsam geworden. Oh no! An der Landstraße zum Nordkap, das ist die E4. So, und das ist jetzt die nächste Route bis zum Supercharger in Töre, Schweden. Wir laden jetzt mal öfters und müssen kurz vom Ziel nochmal laden. Und dann geht es auch schon nach Finnland rüber, wie man hier sieht, der nächste Supercharger. Hello in Finnland ist das schon mal. So, hallo Leute, ihr habt ja eben schon mal die Zufahrt gesehen. Oh, ein kurzer Check-in und ja, man soll es nicht glauben. Hier ist so ein, sieht das da hinten, ein Fluss. Da kann man rüber gehen, auch zur Jahreszeit noch. Gerade so. Ja, zum Nordkap haben wir noch gut 1200 Kilometer, so 1200 Kilometer. 1100, ja. So, guck mal gerade ein bisschen auf. Auch, weil wir hier mit dem Durchschnitt sind. Trips. So, und da seht ihr den Trip Nordkap. Ja. Wir haben 2602 Kilometer, Energiegesamtverbrauch 586 und Durchschnittsverbrauch 218 Wattstunden. Und dann ist man in Finnland und wir sind hier aber noch auf der schwedischen Seite, das wäre hier unsere Zufahrt. Und das hier ist unser Chalet. Ich will jetzt nicht raus in den Schnee gehen, aber wir machen mal eine kleine Rundtour. Ja, wir sind zwar nie wirklich schnell gefahren, aber Winterreifen, großes Gewicht und ja, teilweise die Kälte. Ja, da kommt das zusammen, ne? Sonst war das Fahrzeug eigentlich sehr sparsam bis jetzt. Also, das ist so wirklich das Highlight. Und wir haben einen offenen Kamin. Wir haben hier ein Riesenwohnzimmer mit riesen Bildschirm. Ja, gut. Hier noch ein paar Landschaftsaufnahmen. Und Wetter ist heute ganz gut, wird aber jetzt auch ein bisschen bedeckter. Badezimmer 1. Schlafzimmer, was wir nutzen. Mit schöner Aussicht, mit schöner Aussicht. Fenster sind ein bisschen schmutzig, aber ist nicht schlimm. Und man sieht, es ist die Straße und kein Ende.
Schlafzimmer. Sehr groß. Und hier haben wir dann noch ein Schlafzimmer. Und weil es in Schweden und Finnland dazugehört, hier noch eine Dusche und eine Sauna. Und die haben wir auch schon angeheizt. Guten Morgen vom Tesla-Gutachter hier aus Trehöningsjö. Wir waren heute hier ziemlich ländlich untergebracht in der unteren Etage dieser wunderschönen Villa. Und hier wird auch schon wieder die Autos beladen. Ja, hier gibt es auch Ladestationen, aber die haben wir nicht genutzt, weil wir mit Tesla Supercharger viel laden und wollen halt jetzt hier Kosten vermeiden. Ja, heute geht es nochmal ungefähr 570 Kilometer. Wir haben den fünften Tag übrigens und 570 Kilometer genau an die schwedisch-finnische Grenze. Ja, und da haben wir nochmal ein ganz schönes Chalet direkt am Wasser, an einem Fluss. Und ja, da schauen wir mal, wie die Reise fortschreitet. Die Autos sind relativ vollgeladen mit mindestens 80%. Und ja, dann können wir jetzt erstmal gut 300 Kilometer fahren hier bei dieser Witterung. Und dann schauen wir mal. Also das Wetter ist herrlich. Und die Landschaft ist einfach unbeschreiblich. Naja, kann man sich das so vorstellen. So viel von mir und weiteres von unterwegs. Bis bald, euer Wolfgang.